Highlight in der Nürburgring-Langstreckenserie, das Rowe 6 Stunden ADAC Ruhrpokalrennen, was bei idealen Bedingungen ausgetragen wurde. Trainingsbestzeit für die Startnummer 29, der Land Porsche mit Matthias Rudi, Christopher Mies und Kelvin van der Linde, die das rund 160 starke Starterfeld anführen. Erstmals aus der Helikopterperspektive die Startphase über die 6-Stunden-Distanz mit einem guten Start des Polesetters, aber auch dahinter geht es eng zu Maro Engel im HRT Mercedes im Zweikampf mit dem Siegerauto von vor 4 Wochen, der Rowe BMW M6-Mannschaft. Audi stark in der Anfangsphase mit dem Spitzenreiter und auf den Verfolgerplätzen einige Audi-Piloten am Start. Der Getspeed Mercedes im Zweikampf gegen den Audi mit der 29, aber auch die 32 im Zweikampf mit dem Rowe BMW. Heftiger Abflug auf der Döttinger Höhe von Patrick Assenheimer, der allerdings sein Fahrzeug unverletzt verlassen konnte. Im Doppelpack die beiden Audis aus dem Land- bzw. Car-Connection-Team unterwegs. Die siegreiche Mannschaft von NLS 4, die Startnummer 99 im Rowe-Team mit Philipp Eng, Alexander Sims, Nick Katzberg und Niki Niloli, kämpfen im Verfolgerfeld, während Fabian Schiller mit einem mutigen Manöver eine Position gut macht, das Ganze in der Anfahrt zur Hohenrhein-Schikane. Aber damit das Rennen noch längst nicht entspannt aus Sicht von Fabian Schiller. Hier im Dreikampf in der Mercedes Arena Touchierung mit dem Porsche aus dem Manta-Team mit Lars Kern am Steuer und wenige Meter weiter dann ein Verbremser von Fabian Schiller, der zu einem Abflug in der Vidot-Schikane führt und damit auch zum Verlust zweier Positionen. Planmäßiger Boxenstopp bei der 99, aber auch bei der Octane 126-Mannschaft mit Björn Grossmann und Luca Ludwig, die hier um den Tagessieg mitkämpfen. Dramatisch das Finale zum 6-Stunden-Rennen. In der letzten Runde übernimmt Christopher Mies die Führung hier von Luca Ludwig, der mit mangelndem Tankinhalt mit stumpfen Waffen kämpft, so auch die Startnummer 32 Mirko Portolotti ziehen lassen muss. Der Sieg geht an die Schnellsten aus dem Qualifying, an Matthias Rudi, Christopher Mies und Kelvin van der Linde, gefolgt von ihrem Markenkollegen Mirko Portolotti, Robin Freins, Christopher Hase und Markus Winkelhock.